Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Neulich habe ich mir Dino Katrins neuestes Video angeschaut. Es heißt ja nicht mehr Dino Katrin, sondern Katrins Dinoversum, ja. Und zwar hatte sie da, wie schon, ich glaube schon zwei, dreimal, so ein Nostalgie-Video gedreht, was sie da nannte Storytime, Zeit für etwas Nostalgie. Ja, sie hatte da wieder ein paar Poster, Zeitschriften und auch Zeichnungen von sich selbst aus den 90er Jahren gefunden, um die Zeit, wo halt Jurassic Park in die Kinos kam. Und ja, auch ich war in dieser Zeit heftigst mit Dinosauriern unterwegs, denn in den 90er Jahren begann eigentlich meine Figurensammelleidenschaft ganz extrem, ganz extrem. Ja, auch ich bin gerade hier am Archiv rumräumen und als ich ihr Video hab hier nebenher laufen lassen, dachte ich mir, komm, hau hier ganz spontan einfach ein Antwortvideo raus. Wenn du die Hefte jetzt schon hier mal wieder in der Hand hast, mach das ganz einfach. Und ja, das will ich euch hier einfach ein bisschen zeigen. Kurz bevor es hier losgeht, ja, die 90er Jahren, der Start von Jurassic Park damals. Es war, also ich habe nie wieder bis heute so einen Hype erlebt, wie es damals gab. Und damals waren es halt die Dinosaurier, aber es gab nichts mehr Vergleichbares irgendwie. Das war der Wahnsinn. Die ganze Welt, die ganze Stadt, das ganze Umfeld war plötzlich voll mit Dinosauriern. Ja, es ist, ja, Spielberg bringt einen Dinosaurierfilm und er wird die Dinosaurier revolutionieren. Sie werden dargestellt, wie sie noch niemals dargestellt wurden und mit den neuesten Effekten und so weiter und so fort. Und damals gab es noch kein großartiges Internet. Vergiss es. Ich hatte damals, 93, noch nix, wirklich, noch gar nichts. 0,0 gar nichts. Aber das heißt, dich guckten hier überall Leinwände, Plakate an, Fernsehwerbung, alles Mögliche, alles Trailer und Berichte zu dem kommenden Film und Zeitschriften waren vor allem voll mit Berichten. Zeitschriften, wo du im Leben nicht dran gedacht hättest, dass die jemals was über Dinosaurier bringen. Also wirklich querbeet alle durch. Politische Magazine, Frauenmagazine, TV-Zeitschriften, Kinderzeitschriften, wirklich alles randvoll mit Dinosauriern. Es wurden Zeitschriften plötzlich waren Zeitschriften da, die wurden quasi über Nacht aus dem Boden gestampft, ne? Die waren noch nicht mal richtig gescheit übersetzt. Das heißt, da waren Rechtschreibfehler drin, ohne Ende. Es waren noch Preise zu irgendwelchen Merch-Artikeln drin, die auf Dollar drin standen. Und lauter so Zeug. Du glaubst es nicht. Es war der Hammer. Ich fand's fantastisch. Ich liebe Saurier, seit ich überhaupt nur denken kann, ne? Reptilien, Amphibien, ja, da sind Dinosaurier nicht weit davon entfernt. Und darum liebe ich das schon ewig, ja. Und ich habe da wirklich meinen Spaß an den Figuren richtig entdeckt. Um nicht zu sagen, ich hab's gesuchtet, wirklich, das war der Hammer. Ich bin in Spielzeugläden gerannt, hab geschaut, was haben die an Dinos und Cell und jenes. Ganz am Anfang gab's noch fast gar nichts, ne. Aber nach dem Start oder während dem Start von Jurassic Park im Kino, wo ich natürlich drin war, klaro, da ging das richtig los. Junger Vater ging es da ab mit Dino-Figuren, das war der Hammer. Aber, denkt dran, 93, das war echt noch richtig, wie soll ich sagen, das war noch richtige, ja, Pionierzeit, was Dinos anging. Soll heißen, die sahen fast alle furchtbar schrecklich aus. Ja, wenn ihr euch mal Figuren aus der Zeit anguckt, egal von welchem Hersteller, acht liebe Zeit, Safari Limited, die waren damals echt State of the Art, gerade im Bereich Kunststofffiguren. Also das war das höchste aller Gefühle und die hatte ich damals auch alle. Und auch Jahre danach habe ich mir immer die neuen Figuren geholt und ich habe mich von den ganzen Dinosaurier-Sachen dann irgendwann Ende der 90er oder Anfang 2000er wieder getrennt und habe da alles Mögliche verkauft, weil ich eigentlich nur noch meine Drachen damals sammeln wollte. Ich bereue diesen Verkauf bis heute, wirklich, denn da waren Figuren dabei, gerade auch von Safari Limited, die habe ich bis heute nicht mehr gesehen. Da waren teilweise Erstauflagen dabei, Farb
Themen, also bemalte Figuren, die ich so nie wieder gesehen habe und halt alle in einem absoluten Top-Zustand, ja. Ich meine, ich habe die für ein gutes Geld damals verkauft, aber ich werde es nie wieder machen. Drum, ich mahne hier immer wieder, Leute, wenn ihr mal vorhabt, euch von eurer Sammlung zu trennen, weil halt das Interesse gerade nicht mehr so groß ist. Oh, wartet ab, packt's lieber in einen Karton, stellt's irgendwo in den Keller oder Speicher, aber wartet, bevor ihr es verkauft. Glaubt's mir, ihr könntet's unter Umständen schrecklich bereuen. Und dann gab's damals auch noch die großen Revell-Bausätze, die Dinosaurier. Ja, die waren, boah, die waren so geil zur damaligen Zeit, vor allem riesengroß. Ich hatte die alle, auch die habe ich verkauft. Und neulich habe ich sie tatsächlich wieder neu eingekauft. Den Revell hatte die irgendwann nochmal neu aufgelegt und ihr kriegt die Riesendinger nachgeschmissen. Auch die werde ich hier in diesem Video nochmal kurz anteasern, kurz zeigen. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt es mir in die Kommentare, dann packe ich die mal aus. Aber zusammenbauen kann ich gerade momentan nicht mehr, fehlt da einfach der Platz. Ich sag's wie es ist, ne? Und man konnte die natürlich auch bemalen, ja, war so Farben dabei und so weiter. Ich habe es aber nie gemacht, weil ich die Skulpturen an für sich toll fand. Na, alleine schon die Größe war mehr als überzeugend. So, auch das seht ihr ja nochmal kurz in dem Video. Also, und es gab Zeitschriften, es gab tolle Sammelserien, es gab ein Stickeralbum, auch das hatte ich. Ich hatte auch die ganzen kleinen Dinos aus den Blindbags, die es damals gab. Waren so einfarbige Dinos. Ich habe mir da hier die ganzen Boxen gekauft, bis ich die Serie zusammen hatte. Und wie schon gesagt, Dinos ohne Ende. Boah, und da kamen auch die ganzen Chub-May-Dinosaurier auf den Markt. Die ganzen Toymaker-Trading-Dinosaurier. Riesenteile in faszinierenden Formen und Arten. AAA, Bullyland, Schleich, wie sie alle heißen. Fantastisch und ich habe sie alle nicht mehr. Es ist so, so, so traurig. Ja, aber das, was ich noch habe, das werde ich gern mal hier in diesem Video zeigen. Ja, gleichzeitig habe ich zu dieser Zeit schon als Grafiker, als Motivzeichner für die Textilbranche gearbeitet. Und der Boom damals, auch was Textilien anging, war der Hammer. Die Leute haben dir alles, egal was, aus den Händen gerissen. Hauptsache es war ein Dino drauf. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Gleichzeitig kamen 1993 auch noch die Trolle und Schnuller auf den Markt. Vielleicht wird sich der eine oder die andere noch dran erinnern. Trolle, ja, mit den Büschelhärchen, also eine Gummifigur mit Büschelhärchen obendrauf. Die waren der Renner, boah. Wir haben da Jeanshosen, Shirts, Jacken etc. produziert, wo dann teilweise Anhänger dran waren, mit Trollen, mit Schnuller oder Dinosaurier. Und die Leute haben es uns dreifach, doppelt so schnell aus den Händen gerissen. Es wurden sogar Motive auf Seiden, Tücher, Taschen etc. gedruckt. Frauen, was Frauen können normalerweise, also ich spreche hier so von Hausfrauen, die ja ab und zu mal ein Seidentuch bemalen oder eine Seidentasche oder sowas. Und die haben es, also es wurde, also es ist in solchen Massen produziert, irre. Plötzlich trugen Manager, Geschäftsleute Krawatten mit Dinosauriermotiven drauf. Und so weiter und so fort. Wir waren auf zig Messen und das Zeug hatte reißenden Absatz. Ich habe sehr viel für Kids gemacht, für Kindermode und so weiter. Die Zeichnungen werde ich euch auch noch zeigen. Also heute ist das natürlich Fremdschämen vom Feinsten, weil die Dinger entstanden wirklich teilweise ganz spontan. Du hattest, ja, wir kriegen die und die Ware rein, haben wir ein Motiv? Ja, nö, komm, hinsitzen, malen, zack. Und die Motive entstanden teilweise innerhalb von 5 Minuten und wurden sofort auch gleich umgewandelt, siebgedruckt, ja, Flockdruck, alles mögliche, was du euch vorstellen kann. Es war total irre. Viele, oder sagen wir mal, den Großteil der Zeichnungen kann ich euch natürlich nicht zeigen. Das sind Copyright-geschützte Geschichten. Aber so die offenen Sachen kann ich hier auf jeden Fall mal kurz zeigen. Und ja, auch wenn manche Motive extrem schlimm aussehen, denkt dran, die wurden teilweise nur ganz, ganz klein gedruckt, zum Beispiel auf Socken. Ja, das heißt, Motive, die ihr hier auf DIN A4 seht, die sind teilweise nur 5 cm groß gewesen im Druck, ja. Oder halt riesengroß auf einer Jacke oder auf einem T-Shirt oder auf einer Hose
drauf. Das Ganze nennt man Textilveredelung, das heißt, die Motive wurden gedruckt und dann kamen da noch Strasssteinchen drauf, wurde mit Airbrush bemalt oder halt richtig vierfarbig gedruckt und so weiter. Ich habe dann auch noch ein kleines Beispiel dabei, damit ihr das irgendwie euch vorstellen könnt. Was versteht man unter Textilveredelung? Ja, so, alles klar. Ja, das mal meine Vorrede dazu. Die 90er Jahre waren krass und gerade hier zu Jurassic Park irre. Also ich war auch damals vom Film total begeistert, hat mir megamäßig gut gefallen und ich konnte es eigentlich kaum erwarten, bis die anderen Teile dann entsprechend rauskamen. Umso trauriger ist, dass ich bis heute tatsächlich Jurassic World 1 und 2 noch nicht komplett gesehen habe. Ich musste irgendwie mal abbrechen, weil mir fehlte da das, was die ersten drei Filme hatten. Ist tatsächlich so. Keine Ahnung. Ich werde es mir irgendwann mal reinpfeifen, aber naja. Mal gucken. Ne? So, also bis ich die angucke, kommt wahrscheinlich schon der dritte Jurassic World Film raus. Wie auch immer. Also alles in allem auf jeden Fall die 90er Jahre, gerade der Beginn oder das Erscheinen des ersten Jurassic Park Films, das war sensationell. Es war wirklich sensationell, was da abging. Also man kann das auch gar nicht mehr so richtig erklären, rüberbringen, wie das damals war. Dieser Hype, der dich wirklich, ob du wolltest oder nicht, es hat dich erfasst. Und es war wirklich eine fantastische Zeit. Ich habe es damals gar nicht so empfunden, weil ich halt wirklich bis zum Kopf in Arbeit steckte. Aber im Nachhinein betrachtet wird mir klar, was für eine tolle, aufregende, spannende und vor allem auch kreative Zeit das war. Und das habe ich, wie schon gesagt, bis heute nicht mehr erlebt. Ja, ihr seht schon, die ganze Zeit laufen diverse Videos von verschiedenen Sachen, eben aus den 93er Jahren. Wenn euch da irgendwie was davon gefällt, wo ich ein bisschen näher drauf eingehen soll, gerade was zum Beispiel auch die Resin-Skulpturen angeht von den Dinosauriern, die ihr jetzt gesehen habt, die sind von Ken Fallon, gehören zur Serie Jurassic Giants. Da gab es gar nicht viel davon. Ich bin froh, dass ich mir die damals gekauft habe, denn die waren für diese Zeit unfassbar genial umgesetzt. Heute sieht man das im anderen Auge, ganz klar, ja. Aber ich freue mich und bin froh, dass ich die immer noch habe, denn sie sind einfach so Zeitzeugen. Und auch jedes Mal, wenn ich die angucke oder auspacke, kommt dieses Feeling aus der Zeit damals komplett rüber. Wie schon gesagt, es ist schade, dass ich vieles nicht mehr habe. Einiges habe ich im Figurensammler vermacht, gerade was Zeitschriften angeht. Da ist es natürlich in allerbesten Händen. Viele Grüße an dieser Stelle. Und wenn ich dann sehe, was die Dino-Katrin hier auch noch so alles hat, ist einfach eine schöne Erinnerung, finde ich ganz toll. Und ich kann das wirklich zu 100% nachvollziehen, nachempfinden, wie da die Gefühle nochmal in einem hochsprudeln und das ist einfach toll. Gut, na dann noch weiterhin viel Spaß mit diesem Video und viele liebe Grüße an Katrins Dinoversum. So, und jetzt zeige ich euch einfach mal ein paar Bilder. Da Dino Katrin momentan in der Schweiz wohnt, wir waren damals auch auf einer Messe in der Schweiz. Das hier war unser Stand. Nebenan waren die ganzen Klamotten und das hier war der Hauptstand. Da haben sie auch meine ganzen Bilder reingehängt und die wurden damals auch gleich hier vom Stand aus weggekauft. Und vor allem die, wo Dinos mit drauf waren, ja. Das war in einer großen Messehalle drin. Dann was zum Thema Textilveredelung. Also sind alles nur Kopien. So hat es ausgesehen. Das hier ist eine Kinderjeans, eine Kinderhose. Da wurde dann ein bisschen weiß drauf gesprüht. Dann das Motiv auf die weiße Fläche drauf gedruckt. Und mit Airbrush entsprechend koloriert. Manchmal ein paar Strasssteinchen rein. Da hatten wir schon gar keine Strasssteinchen mehr. Da haben sie nur noch ein bisschen mit Weiß reingekleckst und hier noch ein bisschen Glitzer links und rechts. So hat es ausgesehen. Das gleiche mit Schnuller und mit Dinosaurier. Hier noch ein bisschen größer. Das war ein Kinderigel, auch auf einer Kinderjeans. Da sieht man auch noch Strasssteinchen und so wurde das halt ausgebrusht. Hier noch ein bisschen so Glitzer drumrum. Nur damit ihr das mal gesehen habt. Und das hier ist eine Krawatte, die ich mir selbst gemacht habe. So mit meinem eigenen Werwolf-Motiv drauf natürlich und das halt drauf gedruckt auf eine Seitenkrawatte und entsprechend mit Airbrush. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen und da sagt man dann halt Textilveredelung dazu. Ne? Ja, der Werwolf
oder Rupi bei Vollmond, ne? Das dazu. Ja, und wundert euch nicht, wenn hier und da so Eddingstreifen sind. Da habe ich einfach die Logos kurz weggemacht. So müsst ihr euch das vorstellen. Auch das hier sind zum Beispiel so Seidenkrawatten. Hier seht ihr schon Dino-Motiv drauf. Mit Airbrush, ohne Airbrush, mit Airbrush, ohne Airbrush, ne? Damit man das sieht. Hier ist auch noch ein Dino-Motiv mit drauf. Dann gab es so Seidenblusen und noch mehr Krawatten mit Dino-Motiven, ne? Hier seht ihr das auch. So müsst ihr euch das vorstellen. So war das. Dann gab es hier auch noch Kissen. Bezüge mit Dino-Motiv vom Rupi. Ich sag ja, die Dinger sind teilweise in 10 Minuten entstanden und dann wurden die rausgekloppt. Und dann gab es hier auch noch so Jute-Taschen, die bedruckt wurden, Seidentücher und so weiter und so fort. So. Dann natürlich die ganzen Airbrush-Krawatten mit allen möglichen Motiven. Natürlich auch die Dinos mit drauf. Hier seht ihr ja Brachio, verschiedene Dinos, T-Rex. Und nochmal verschiedene Dinos. Schön ist anders, darum sage ich Fremdschämen vorprogrammiert. Aber die Dinger liefen wie verrückt damals in den 90ern. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, dann habt ihr hier einfach mal ein paar Motive, die ich so gezeichnet habe. Wirklich einfacher geht es gar nicht. Und die wurden halt entsprechend gedruckt. Oder halt auch für privat. Ne? Kleinen Brachio, der hier aus dem Ei schlüpft. Dann haben wir hier diesen Surf-Dino, die wurden dann halt entsprechend grell bemalt. Dann noch ein lustiger Dino, viel für Kinderklamotten. Ja, ein Drachenflieger-Dino, also wirklich in allen möglichen Posen, für alle möglichen Gelegenheiten. Das war ein Kindergarten, der damals eröffnet hat. Die wollten auch unbedingt ein Dino als Logo haben. Ja, der blubbert hier aus dem Glas raus. Dann so typische Sockenmotive, also die beiden hier, die waren dann nur noch so groß, ganz klein, auf dem Söckchen mit drauf. Ganz einfacher Zeichenstil in verschiedenen Stellungen, Jungs und Mädels, sogar mit Fliege und natürlich auf allen Vieren. Es gab Knutschdinos, das ging unfassbar gut, dieses Motiv. Es gab Paragliding, war absolut angesagt in den 90ern. Im Auto, Dino on Ice. Claro, Dino mit Fußball, darf nicht fehlen. Baseball war auch der absolute Renner. Dann gab es auch erwachsenere Motive, die wurden auf riesengroße T-Shirts gedruckt. Hier haben wir zum Beispiel Dino Jogging. Das Motiv könnte euch sogar bekannt vorkommen. Ja, hier damals noch. Mit Walkman um Hals, ja, coole Mütze und natürlich Getränkedose am Bein. Und wie stellst du da halt Schuhe vor für ein Dino? Ne? So sieht's aus. Jo, was haben wir denn da? Da frisst doch jemand tatsächlich das Logo. Dann so einfache Strichumsetzungen von Dinos. T-Rex, Trizi, Stegosaurus. Ich liebe Stego bis heute. Dann haben wir hier natürlich Apato, früher hieß er noch Brontosaurus. Und dann haben sie später festgestellt, dass Apato und Bronto doch anscheinend zwei verschiedene sind, wie auch immer. Ja, dann hier ein Krawattenmotiv, ein Dino, der hier unten reinguckt. Dann diese beiden Brachiosaurier mit Jungtier. Also das sind jetzt alles Krawatten, die ihr hier seht. Krawattenmotive, verschiedene Dinosaurier. Dann auch Ethno-Style. Ja, wie so Höhlenmalereien. Hier seht ihr auch noch ein Dino mit dabei. Und Herzele, ne? Ganz wichtig. So, dann gab es auch Schattenzeichnungen von Dinos. Das war auch für Krawatten. Wurde halt noch entsprechend Farbe drauf gebrusht. Und es sieht dann so aus letztendlich, ne? Das war in etwa die fertige Krawatte. Die Farben sind jetzt hier komplett verschwommen, weil schon tausendmal kopiert wurde. Aber so müsst ihr es euch in etwa vorstellen, ja? So, dann auch noch dieses Motiv, Stegosaurus mit so Urzeitpalmen und Pteranodons, die hier fliegen. Und so sah das in etwa auf der Krawatte aus. Ne? Furchtbar schrill, mega bunt, lief wie verrückt. Ich sag ja, man kann es teilweise nicht mehr nachvollziehen. Oder hier einfach ein kleiner, ja, viel zu dicker T-Rex und entsprechend die farbige Umsetzung. Ich sag ja, mit sowas liefen Geschäftsleute rum. Das ist so krass. So, das hier ist ein Motiv für Seitenmalerei. Das war auch eine Seitenkrawatte, wo man dann hat entsprechend ausmalen können. Das heißt, das hier wurde mit einer schwarzen Outliner-Farbe bedruckt, wo die Farbe nicht drunter durch oder drüber fließen konnte. Ne? So konnte man die Sachen schön entsprechend ausmalen. Dann auch noch ein Motiv mit dem Brachio, Mond, Flugsaurier.
dann nochmal drei Krawatten mit Dinosauriermotiven. Ja, und auch sowas lief als Dino, ne? Reptilewear. Also ich habe halt in allen möglichen Richtungen gezeichnet, ne? So, das waren die Geschichten. Dann habe ich auch immer wieder Saurier in meinen Comics gemalt. Ja, hier muss ich ein bisschen zensieren. Denn das hier ist eine Amazone, die ist gerade auf der Jagd. Und ich habe immer so in den Hintergrund von meinen Bildern so Dino-Szenen eingebaut. Ne? Hier so zwei Dinos am Kämpfen, einer fällt über die Klippe und von unten kommen schon Pteranodons, um sich das Vieh hier zu schnappen. Ja, immer wieder gerne gemacht. Also so waren die Comics, die ich damals gezeichnet habe. Und dann wollte ich auch noch einen Comic machen, wo es halt um Drachen und Dinosaurier ging. Das hier war so ein angedachtes Cover, ein Titelbild, was ich nie fertig gemacht habe. Später habe ich da einfach ein buntes Bild draus gemacht, indem ich das Teil einfach übernommen habe. Und hier sitzt dann auch noch so ein kleiner Flugsaurier in der Ecke. Ja, spielt natürlich auf einer weit entfernten Welt, einem anderen Planeten, wie man hier an den Monden sieht. Sind nur schlechte Kopien, aber ihr könnt es in etwa erahnen. Dann noch eine weitere Szene, die mal angedacht war, und bei diesem Teil habe ich einfach mal Dinos gezeichnet, übernommen, wie es hätte aussehen können. Ich habe die Drachen auch immer ein bisschen mehr Raptor-mäßig gestalten wollen, entsprechend halt mit Flügeln. Ja, hier Überfall auf einen Dinosaurier, hier noch ein weiterer Drache. Ihr seht ja, eigentlich ist ein Velociraptor mit Flügel, ja, also Fantasy ohne Ende. Und das gehört eigentlich zusammen. Warte mal. Ja, das ist eigentlich ein Bild hier. Genau, es gehört so rum. So rum gehört das Ganze normalerweise. Auch das war ein Teil aus dem angedachten Comic. So, also einfach das mal zu den Bildern. Dann habt ihr es auch gesehen. Ich sage, ich kann euch leider nicht mehr zeigen. Ich habe es gerade im Moment nicht gefunden. Ne? Die ganzen Dino-Bilder. Okay, dann machen wir weiter. Ja, genau, weil ich sie gerade hier habe mit den Geschichten. Das ist zum Beispiel eine AAA-Figur. Die gibt es auch noch in größer. Ich glaube, Dino Katrin hat die sogar. Ja, und das hast du damals halt bekommen. Ne? Das war so die Dinos, die du in den Spielzeugläden bekommen hast. Und wenn man das mit den heutigen Geschichten vergleicht, alter Verwalter, da hat schon einiges getan. Und man meckert trotzdem immer noch. Ja, und damals gab es nichts Besseres. Oder sagen wir mal, das war halt ja, ein großer Anteil an Figuren, die es damals gab. Ne? Genauso wie Ihmchen hier. Ne? Auch so ein Relikt aus der Zeit. Tyrannosaurus von damals, guckt euch die Bemalung an. Und überhaupt alles. Die standen damals in den Spielzeugläden. En masse, ja. Oder hier, Ihmchen, ebenfalls von AAA. Es ist nur zu krass, wenn du das Zeug halt anschaust. Und dann halt auch noch entsprechend der Trizi dazu, ne? So Zeug 1993, und jetzt wisst ihr auch, warum die Safari Limited Figuren, wenn ihr die kennt, so hervorgestochen haben. Ja, die waren also wirklich brillant gegen solche Geschichten. Und klar, selbstverständlich, ein paar dieser Safari Limited Figuren habe ich mir über die Jahre wieder besorgt. Zum Beispiel hier dieses Prachtexemplar von einem Brachiosaurus. Mit einer Höhe von 35 cm, richtig schwer, ein richtiger Koloss, massiv gegossen. Die hatten halt auch schon Hautstrukturen, die du bei anderen Dinos wirklich vermisst hast. Die waren schon wirklich klasse gemacht. Über die Bemalung kann man streiten, aber denkt halt immer zurück an die Zeit. Für die damaligen Verhältnisse waren die fantastisch gemacht. Und wer die Dinos hat, der gibt die, glaube ich, auch nicht mehr her, weil das sind einfach fantastisch schön gemachte Figuren, wo dein Herz wirklich dran hängt. Auch die Details der Bemalung. Du warst einfach nur dankbar. Ja? Der hier wirkt auf den ersten Blick einfach nur grün, aber wenn man richtig hinguckt, hat er so eine feine Marmorierung, dunkelgrüne Marmorierung, die sich hier über den Rücken zieht. Und er hat halt auch die Stellung, die Pose, die du im Film gesehen hast. Und das als Figur bei sich zu Hause zu haben, ist ein absoluter Traum. Immer noch. Ich krieg bis heute Herzklopfen, wenn ich die Figuren hier in die Hand nehmen kann, angucken, aufstellen. Die Größe ist halt wirklich beeindruckend. Oder der Diplodocus mit einer Länge von ca. 46 cm, mit einem Streifenmuster, Überrücken, an der Flanke, sogar noch ein paar Punkte. Alles so in braunen Cremefarben, großartig. Und dann halt auch noch der Schweif so locker nach oben geschwungen. Ja, wie so eine Peitschenhaltung und die ganze Stellung, die Pose.
wirklich eine Augenweide. Und wenn ihr den, es gibt auch noch den Apatosaurus mit Jungtier, den ihr daneben stellen könnt, die ich natürlich auch wieder mittlerweile habe. Das ist schon wirklich was fürs Auge, auch wenn sie aus heutiger Sicht noch so einfach gemacht waren. Für die damaligen Verhältnisse 1993 fantastisch. Und ich verstehe es mehr als nur gut, dass Sammler diese Serie bis heute mit Herzblut sammelt. Denn wie ich schon eingangs erwähnte, es gab auch verschiedene Farbvarianten. Keine allzu großen Unterschiede, aber es gab sie ganz einfach. Und für die eine oder andere Figur muss man heute auch schon richtig, richtig tief in den Geldbeutel greifen, um die noch zu ergattern. Also bis heute meiner Meinung nach immer noch eine super schöne Sammelserie. Nicht nur für Nostalgiker. Also meine absolute Empfehlung für die Leute, die nicht immer das Neueste vom Neuen brauchen, sondern auch Spaß an älteren, schön gemachten Dinosaurierfiguren haben. Mit 1993, den Start zu Jurassic Park von Steven Spielberg, verbinden mich auch die Dinosaurier-Modelle von Revell. Es gab einige verschiedene Hersteller, die Dinos machten, die kriegt er bis heute, also diese Bausätze. Und die Teile, die Revell damals auf den Markt brachten, fand ich sensationell. Alleine schon von der Größe. Die Machart war auch absolut okay. Der T-Rex wirkte auch damals schon ein bisschen altbacken auf mich. Aber die Größe hat es halt einfach rausgehauen. Wir haben hier einen Plastik-Modellbausatz in einem Maßstab von 1 zu 13. Hier haben wir den Dimetrodon. Da waren Farben mit dabei. 4 verschiedene Farben, ein Kleber und Pinsel. Ich bin mir nicht sicher, ob die damals auch schon dabei waren. Dieses Dinosaurier-Set besteht aus insgesamt 6 Figuren, waren damals richtig, richtig teuer. Und Revell hat diese Serie 2015 nochmal neu aufgelegt. Ja, also ich glaube nicht, dass das Foto, der Hintergrund genauso war, aber das Modell, das er drauf seht, das Foto, das ist meiner Meinung nach exakt noch genau das gleiche. Und ja, ich konnte nicht anders, als ich die neulich wieder sah. Ich musste die wieder haben, denn ihr kriegt die Dinger nachgeschmissen. Also nur damit ihr mal eine Vorstellung habt. Diese Verpackung hier vom Dimetrodon hat eine Größe von ca. 39 in der Breite, 25 in der Höhe und 6,5 in der Tiefe. Das heißt, wir kriegen hier letztendlich ein Modell von ca. 33 cm in der Länge und 25 cm in der Höhe. Dann geht's hier weiter mit dem Ankylosaurus. Die Verpackung hat die gleiche Größe. Ankylosaurus hat eine Länge von ein bisschen über 26 cm, eine Höhe von 8 cm, aber auch ein richtig langes Teil. Wieder mit verschiedenen Farben, anderen Farben als beim Dimetrodon. Und Pinsel. Pinsel hat übrigens immer 2 Spitzen. Ich glaube, das war damals nicht dabei, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Dann wird die Geschichte hier langsam aber sicher schon ein bisschen größer, denn der Karton hier, wo wir den Styracosaurus drin finden, hat eine Breite von 43,5, eine Höhe von 25 und eine Tiefe von 11 cm. Der Styracosaurus selbst hat eine Länge von über 35 cm und eine Höhe von knapp 18 cm. Dann kommen wir hier zum nächsten kuriosen Teil, und zwar den Allosaurus. Der Allosaurus ist darum sehr auffällig, denn er hat Sabber vorne am Maul mit dran. Ich habe mir gedacht, was? Ne? Und das ist auch kein Teil, was ihr irgendwie ins Maul reinlegen könnt. Das ist im Bausatz tatsächlich fest mit drin. Also soll Sabber darstellen. Der Karton hat die gleiche Größe wie vom Styraco, und der Allosaurus kommt in der Höhe auf ca. 32 cm und hat eine Länge von 25 cm. Ebenfalls wieder andere Farben drin. Und hier kommt ein richtiger Panzer, nämlich der Triceratops. Karton genau in der Größe wie Allosaurus. Und wir haben hier eine Figurenlänge von knapp 40 cm und eine Höhe von ca. 15 cm. So, und wem das nicht reicht, ja, der kauft sich am besten den Tyrannosaurus Rex. Der hat hier gleich mal eine Verpackungsgröße von 60 cm in der Breite, also ca. über 42 in der Höhe und 12 in der Tiefe. Wir haben hier 51 Teile, und T-Rex hat aufgerichtet eine Höhe von knapp 70 cm und eine Länge von knapp 50 cm. Ja, also 70 mal 50, wie oberkrass.
Also das Ding hier war halt alleine schon von der Größe wirklich beeindruckend. Damals kam auch ein Bericht in der Glotze über die Figuren, wo man die Gussformen gesehen hat. Alleine die Gussform von diesem T-Rex, ich meine mich erinnern zu können, wog über 3,5 Tonnen. Also so ist mir das irgendwie noch in Erinnerung geblieben. Und ja, das Beste an diesen ganzen Sets, diesen riesen T-Rex, Leute, habe ich für 10 Euro bekommen. Alle anderen Sets zwischen 8 und 6 Euro. Also ihr kriegt's wirklich nachgeschmissen. Unfassbar. Ich weiß schon gar nicht mal, wie viel D-Mark die damals gekostet haben. Aber ich fand's wirklich sensationell. So riesen Dino-Figuren hast du halt von keinem anderen Hersteller bekommen. Ja, und auch da kriege ich heute noch Herzklopfen, wenn ich mir die Kartons hier angucke. Und ich würde sie gerne wieder zusammenbauen, aber ich habe den Platz momentan nicht. Ich brauche erst wieder eine Halle oder ein leerstehendes Haus oder sonst irgendwie was, denn ich kriege die Figuren nicht ansatzweise mehr unter. Richtig, richtig, jetzt fällt mir ein, die hatten damals, glaube ich, einen Vulkan im Hintergrund oder irgendwie so Lava. So sieht's aus. Nee, die waren spektakulärer. Da war nicht irgendwie nur so eine Waldszene im Hintergrund. Das waren richtig, glaube ich, spektakuläre Lava- oder Vulkanlandschaft. So war's. Jetzt, wo ich den T-Rex sehe, fällt mir das wieder ein. So, damit würde ich mal sagen, komme ich hier zum Schluss. Das war ein kleiner Ausflug in das Jahr 1993 und ein bisschen drumherum, ne, plus minus, was da so alles halt ablief, zumindest bei mir. Und also das war, also im Nachhinein betrachtet, wie ich schon mal ein paar Minuten zuvor erwähnte, ich habe das damals gar nicht so empfunden. Wenn ich heute nochmal zurückblicke in die 90er Jahre, gerade zu der Zeit, als die Jurassic-Filme in die Kinos kamen, respektive der erste Teil. Also dieser Dino-Rausch, diese Dino-Welle, überhaupt das Feeling von damals, habe ich nie wieder, auch nicht in einem anderen Bereich, so erlebt wie damals. Es war eine sehr intensive Zeit. Vieles war im Umbruch. Ich glaube Ende 93 oder Anfang 94 habe ich meinen ersten Rechner bekommen. Da gab es ja noch nicht mal Windows 95. Ja, so viel zum Thema. Ich glaube, die Lemminge waren mein allererstes Spiel, was ich auf dem PC gezockt habe. Ja, und das Wichtigste überhaupt, 93 fing meine Sammelleidenschaft für Figuren an. Ich meine, Figuren begleiten mich schon mein Leben lang. Das ist kein Thema. Aber so richtig intensiv das Sammeln von Dinosauriern, Drachenfiguren, bis heute Spielzeug, Merch und so weiter und so fort. Das begann eigentlich 1993 mit den Dinosauriern und dem Start, dem ersten Film zu Jurassic Park. Ja, und ich kann nur sagen, summa summarum, was eine unfassbar geile Zeit. Wenn euch irgendetwas von dem, was ich euch heute jetzt hier in diesem Video vorgestellt habe, mehr interessiert, ihr ein bisschen mehr davon wissen oder sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Mal gucken, was ich machen kann. Und wenn ein paar Ältere von euch diese Zeit auch noch miterlebt haben, das Video jetzt zufällig gesehen haben, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch damals ging. Wie hat Jurassic Park 1993 auf euch gewirkt? Hat es was bei euch verändert, ausgelöst? Was habt ihr für Gefühle, wenn ihr an den Film, an die Zeit zurückdenkt? So wie es Dino Katrin, Katrins Dinoversum und ich in unseren Videos hier mal ansatzweise versucht haben, rüberzubringen. Und an dieser Stelle nochmal, liebe Katrin, vielen lieben Dank für deine, ja, Inspiration durch deine Videos. Hier auch nochmal was in die Richtung zu machen, Erinnerungen an 1993 oder überhaupt an die 90er Jahre, den Film, die Dinosaurier, die Sammelfiguren vor allem von damals. Ganz liebe Grüße an dich, liebe Katrin, Grüßchen an alle, die hier zugeschaut haben und ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.